Zapier ist für mich die eierlegende Wollmilchsau, wenn es darum geht, verschiedene Software im Internet zu verbinden. Mit Zapier hat man grundsätzlich eigentlich die Möglichkeit, jegliche Software anzubinden. Ich persönlich benutze Zapier in meiner Online-Marketing-Agentur dafür, verschiedene Zahlungsdienstleister mit verschiedenen Programmen anzubinden. Konkret heißt das, ich benutze vor allem Elopage und Digistore und binde damit zum Beispiel eine WordPress-Installation, Kochi als Mitgliederbereich an, sowie auch ein komplexes CRM auf Basis von Clicktip und Google Sheets. Ganz besonders interessant finde ich die Möglichkeit, mit Zapier verschiedene Daten an verschiedenen Datenpunkten abzugreifen, zum Beispiel von Online-Marketing-Systemen wie Webinaris oder sonstiger Funnel-Software. Denn hier kann man alle Daten, die diese Software erstellt oder die die Nutzer in der Software eingeben, ganz einfach in zum Beispiel Google Sheets überführen. So habe ich mir auf Basis von Zapier ein komplett automatisiertes CRM gebaut. Das heißt, Menschen kommen zum Beispiel in ein Webinar bei Webinaris oder geben ihre Daten in einen Frage-Funnel, in einen Termin-Funnel ein und Zapier überträgt dann diese Daten automatisch in Google Sheets. In den Google-Tabellen selbst kann man dann mit Zapier auch wieder verschiedene Aktionen machen. Das heißt, am Ende habe ich eine Tabelle, in der durch Zapier es mir ermöglicht wird, ganz genau zu verstehen, woher kommt ein Kunde oder ein Interessent, was hat der Interessent alles schon in meinem Unternehmen konsumiert, welche Produkte hat er gekauft, an welchem Webinar hat er teilgenommen. Das ist für mich hauptsächlich die Killerfunktion von Zapier, dass man damit sowohl extern außerhalb von Google Sheets als auch intern in Google Sheets sehr viele mächtige Sachen machen kann. Und das finde ich das Wichtigste, ganz ohne jegliche Programmier- oder Coding-Kenntnisse. Also durch den einfachen Editor von Zapier ist es auch mir als Nicht-Coder möglich, komplexe Vorgänge darzustellen und diese dann auch effektiv in meinem Unternehmen zu implementieren. Ich benutze Zapier mittlerweile nicht nur in meinem eigenen Unternehmen, sondern lehre auch anderen wie Sie, die Automation von Zapier nutzen können. Als kleinen Wehmutstropfen muss man natürlich sagen, dass Zapier ein ausländisches Unternehmen ist mit Sitz in Amerika. Das heißt, Datenschutz ist hier immer wichtig zu beachten. Da muss aber immer der jeweilige Rechtsanwalt Auskunft treffen, meiner Meinung nach. Konkurrenzprodukt ist hier auf jeden Fall Integromat, was man sich mal angucken kann, was aber in meinen Augen nicht wirklich eine Konkurrenz ist, da Integromat deutlich in den Funktionen eingeschränkt ist. Deswegen ist in Sachen Automation Zapier meiner Meinung nach einfach die Wahl Nummer 1.